Party auf der Horner Rennbahn. 8000 Schlagerfans verwandeln die Derbystrecke in eine Feiermeile. 10 verschiedene Acts heizen dem Publikum bei typischem Hamburger Regenwetter richtig ein. Einer von ihnen, Thomas Anders. Ich singe auch heute Modern Talking, das gehört zu meinem Leben. Also ich meine, wenn ich nicht Modern, also ich ohne Modern Talking wäre Jürgen Drews ohne Bett im Kornfeld. Also das müssen wir nun so sehen und die Leute werden es lieben und deshalb mache ich das so sehr, sehr gerne. Für viele das absolute Highlight, Schlagerstar Beatrice Egli. Mit neuem Album und vielen alten Hits bringt die Schweizerin das Publikum schnell auf ihre Seite. Die DSDS-Gewinnerin hat eine besondere Verbindung zu Hamburg. Ich liebe Hamburg und Hamburg ist für mich so die Stadt, in der ich so lange auch meine Schauspielausbildung gemacht habe, sehr viel Zeit verbracht habe und das macht es noch schöner. Nach ihrem Auftritt nimmt sich Beatrice Zeit für die Sat.1 Meet and Greet Gewinner. Claudia und Peggy dürfen heute ihr Idol treffen. Ja, deswegen habe ich schon einen sehr engen Bezug zu Hamburg. Okay. Weil das ist so der Ort gewesen, dass ich ausgezogen bin von zu Hause. Kam ich gleich in diese Riesenstadt, 3 Jahre. Ich bin total geflasht, weil sie so normal ist, so natürlich. Weil sie einen auch, sie hat mir auch die Angst genommen. Also ich war furchtbar aufgeregt. Also hat sie, ja. Jetzt ist vorbei mit der Angst. Ich bin noch tierisch aufgeregt, aber wir können weitermachen. Nein. Vielen Dank Sat.1 für den tollen Moment mit Beatrice Egli. Danke. Sängerin Michelle steht seit 30 Jahren auf der Bühne. Gerade nach der langen Corona-Pause sind Live-Auftritte immer noch etwas ganz Besonderes. Ach, ich glaube, es wurde endlich Zeit, dass die Menschen wieder rauskommen dürfen, dass sie sich wieder anfassen dürfen, dass wieder Kontakt untereinander da ist, dass man einfach gemeinsam feiern kann und das ist einfach wunderschön. Heute regnet es, aber ich liebe es ja im Regen aufzutreten. Es ist ein super Sommerregen, er hat gut getan auf der Bühne. Die Menschen haben dann sogar irgendwann ihre Schirme weggeworfen und ihre Kapuzen runtergemacht, damit sie einfach im Regen tanzen können. Ich möchte die sein, die du ansiehst. Ich möchte die sein, die du küsst. Ich möchte die sein, die für immer an deiner Seite ist. Das Phänomen Schlager erreicht alle Generationen. Vor der Bühne feiern Jung und Alt friedlich zur Musik. Wir gehen auch zur Schlagerwelle, wir gehen auf den Schlager-Move, immer schön mit dem Paar und es macht Spaß. Na, endlich nach zwei Jahren ja wieder mal und so ein bisschen Mallorca-Feeling. Musik, Spaß, Tanzen, gute Laune. Party, Party, Party. Also ich feiere Schlager schon mein ganzes Leben. Also ich bin da gefühlt reingeboren worden. Nach 7 Stunden Dauerparty endet die erste Hamburger Schlagerinsel. Trotz Schmuddelwetter wurde hier definitiv keinem die Feierlaune genommen.